Willkommen zum zweiten Vlog der Reise der Zeit. Mai beginnt hier in der schönen Schweiz. Wer den letzten Vlog gesehen hat, weiß Bescheid, was wir gemacht haben, wo wir sind, wieso wir überhaupt hier sind. Wir fahren nämlich jetzt weiter nach Mallorca. Und ich nehme euch überall hin mit und zeige euch alles, was wir erlebt haben. Es wird so viel passieren. Alter, ich muss jetzt mal ganz reinschauen, was alles passiert ist. Und tschüss, ultra geile Chalet. Auf zum nächsten Abenteuer. Bist du bereit? Ja. Yeah, let's go. Wir sind ja einfach beim höchsten Punkt in den ganzen Alpen. Das ist der Mont Blanc-Berg. Sieht einfach so wunderschön aus. Aber bald sind wir wieder raus aus dem Berg und dann geht's rein nach Marseille. Wir sind angekommen in Frankreich. Hulu. Niemand kann unsere Sprache. Wir können so laut reden, wie wir wollen. Niemand juckt. Du glaubst es auch nur. Dabei sind hier ganz viele. Niemand ist hier deutsch. Oh mein Gott. Moritz. Kaufen. Also ich habe ein Airbnb gebucht. Digga, wo sind wir? Wir sind mit Marseille angekommen. Also ich habe gesagt, ich habe Bock auf ein Abenteuer. Zimmer, hast du Bock auf ein Abenteuer? Ja. Wir schlafen halt hier. Ich bin gespannt auf das Zimmer, Digga, wenn der Eingang so aussieht. Jetzt sind wir drin, Tim. Vielleicht machen wir mal das Licht hier an. Das ist der Lichtschalter. Oh, Tim, wir sind angekommen. Die anderen sind alle im Hotel. Und wir sind hier. Und ich dachte, ja, du hast ein Airbnb, du bist viel schlauer. Ich schwöre auf den Bildern, das sah so gut aus, Tim. Da haben wir ja locker gespart hier. Ich glaube, wir sind ganz oben. Tim, ich komm gleich. Wenn ich in 5 Minuten nicht da bin, dann ruft die Polizei. Sind wir drin? Oha, jetzt sieht gar nicht mal so schlecht aus dafür. Ja, okay. Das habe ich auf Fotos gesehen. Das sah ziemlich geil. So ein Hochbett. Da kann man noch nichts sagen. Für der Eingang, der hat noch ein bisschen Verbesserungswürdigkeiten. Oha, das Bad ist sogar voll cool. Mit Waschmaschine können wir sogar Sachen waschen. Also der Eingang liegt echt ein bisschen, Digga. Der Eingang ist echt ein bisschen scammy, Digga. Okay, wir müssen kurz die Aussicht auschecken. Oha, das ist die Aussicht auf Marseille. Naja. Oha. So, Johannes, gute Nacht dann, ne? Ich wollte gerade so gucken, was hier drin ist. Ich mach so auf. Hier ab. Mann, wie kann man so viel Pech haben? Pech. Das kannst du dir nicht ausdenken. Digga, da ist bei Airbnb so beschwert. Können wir doch mal Arsch lecken. Egal. Wir haben die Nacht gut überstanden, Leute. Wir haben gut gepennt, jetzt treffen wir uns mit den anderen. Und es geht weiter nach Barcelona. Ich hoffe, ich habe sie gut ans Ziel gebucht. Der Wetter ist bei 30 Grad. Habe ich sie gut gefahren? Ich habe eine gute Chauffeurdienst geleistet. Leute, wir sind in Barcelona angekommen. Wir checken jetzt mal das Hotel ein und dann checken wir die City aus. Freunde, wir sind jetzt angekommen. Gönnt euch mal diese Aussicht. Diese zwei Blöcke nerven zwar ein bisschen, aber dahinter ist das einfach das Meer. Da ist einfach ein Schiff. Hallo, Schiff. Ich sehe es mal. Da unten ist, fast runtergeflogen das Handy. Da unten ist unser Pool und da ist die City. Ah, es sieht schon ganz stabil aus, vor allem mit dem Meerblick. Aber nachher gehen wir wieder noch in die Stadt und gucken uns die mal ein bisschen an. Wir sind auf jeden Fall in einem richtig einheimischen Laden, wo überhaupt keine Touris hingehen würden. Hier gibt es überhaupt gar keine Souvenirs von Barcelona. Und ich will mir jetzt ein gefälschtes Messi-Trikot kaufen. Oder ein echtes sogar. Der Typ gerade so, das ist auf jeden Fall original. Oh Gott, soll ich mir das holen? Mit Messi? Ja, schön. Schön? Sehr schön. Aber ich bin kein Barcelona-Fan. Ich brauche ein Bayern-Trikot mit Messi drauf. Moritz, ich habe dir für 25 Euro gerade das neue Barcelona-Trikot gekauft, was es noch gar nicht gibt. Okay. Es ist original. Ich bin der allererste Mensch, der das originale Trikot von Barcelona trägt. Also das in ein paar Jahren. Geil. Sieht gut aus, vor allem mit der Kamera. Ja, damit nicht geklaut wird. Wir sind in Spanien. Zoe wollte Muscheln essen. Was hat sie bekommen? Schnitzel. Egal. Wow. Ich habe aber meine Badehose im Auto vergessen, deswegen kann ich nicht reingehen. Aber ich habe mir mein Barcelona-Trikot als Sonnenschutz gemacht, weil ich keinen Sonnenschirm auch habe. Ich bin so schlecht vorbereitet. Und gleich geht's mit der Fähre rüber nach Mallorca. Da sind wir endlich angekommen an unserem Ziel. Dann haben wir noch eine Woche in Mallorca und dann haben wir noch eine richtig krasse Unterkunft. Okay, Leute, wir waren genug am Pool. Jetzt geht's weiter nach Mallorca. Endlich, da ist die Fähre, da ist unsere Fähre. Boah, das ist unser Schiff. Wir sind am Wasser. So, Auto super geparkt. Leute, ist das ein Flugzeug, Digga. Ladies and Gentlemen, welcome to Ferry to Alcudia. Fahren wir los. Es ist für mich wie bei Hotel Zack und Cody. Lass mal eine Scheiße bauen, Lea, komm. Hast du es geguckt? Nein. Du kennst Hotel Zack und Cody nicht? Findet ihr auch, dass die Kinder maximal laut hier sind? Nö. Wir haben nur diese Fahrt einfach schnell vorübergehen. Ich will einfach endlich im Malle sein. Freunde, man kann hier scheinbar auch aufs Deck gehen. Keiner kann Deutsch. Moritz, ich hab einen Puff. Und meine Puffmama ist. Wir sind da. Endlich wieder da. Tschüss, Menschen, die ich die wiedersehen werde. Woo.
Freunde, kannst gerne mal erzählen, wir sind eine Minute hier, Moritz. Moritz klettert auf seinem Dach und filmt bis mit seinem Vlog. Auf einmal hält mich ein Polizist an, kackt mich darüber voll an. Wir sind immer jetzt auf Balle und jetzt geht's los. Okay, wir sind angekommen an der Playa. Oh mein Gott, wie schön das hier aussieht. Wir haben einfach mehr Blick, wie toll. Hallo! Bevor wir Jona besuchen gehen, machen wir noch einen Backflip. Oh, 8:10 Uhr, fuck, wer hat an der Uhr gedreht? Freunde, wir sind ja gerade auf dem Rooftop-Hotel von unserem Hotel. Was? Rooftop-Pool von unserem Hotel. Da ist die Playa. Und guck mal, was Tim und Lea mir geholt haben. Minions, Tim, thank you. Zur Augenzeige, was ich habe mir geholt. Mallorca. Gar nicht Touri. Tim, Lea und ich wollen jetzt auf Shoppingtour gehen. Tommy, Hilfiger hast du schon mal? Kaufen wir echt Louis Vuitton, echtes Gucci und hier. Das ist echt 14 Euro. Ja, die ist echt. Wir sind angekommen am ersten Laden. Was? Das waren 2 Meter. Das waren 2 Meter. Wir haben hier eine Gucci-Bauchtasche. Oh, ja, eine Louis Vuitton-Tasche. Das ist zu 100% echt. Das ist so echt. Zu 100. Das sehen wir doch hier einfach so rum. Lea, machst du so einen Zopf? Nein, ich hatte schon mal. Das hat so lange gedauert. Ja, zeig mal deine Haare. Schön, schön, schön. Moritz, man sieht aggressiv, wo dein Sonnenbrille vorher war. Was ist ein Fiebertraum? Okay. Das ist ein Fiebertraum, Digga. Was ist ein Fiebertraum? Wir gehen jetzt in den Megapark rein. Es wird mega. Wir sind drin. So, der Tag danach. Wir sind immer noch fit. Moritz ist fit. Freunde, heute gehen wir in die Villa. Hotel, ciao. Es war cool. Wir hatten viel Spaß. Wir 2 Tage werden in meinem Vlog komplett unterschlagen sein, by the way. Wir haben nie gesoffen. Wir sind jetzt da. Ich bin so gespannt. Hier geht's so. Moritz, pass auf. Haus. Oh mein Gott. Okay, wir gehen mal rein. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Boah. Holy shit, was ist denn das? Crazy, der Meerblick. Krank, krank, krank. Der Pool ist heftig. Infinity Pool. So sieht's aus. Das ist einfach die Villa. Oh mein Gott, dieser Pool. Dann diese Hängematte. Ist einfach alles perfekt. Oben gibt's nämlich noch eine krasse Ausricht. Hier sieht es ein bisschen aus wie in L.A., muss ich sagen. Sitzecke, dann Whirlpools, ein Gym. Hier ist mein Schlafzimmer. Wunder, wunderbar, wunderschön. Noch ein paar mehr Schlafzimmer, noch ein Schlafzimmer, noch ein Schlafzimmer. So sieht das Ganze von außen aus. Einfach ein Traum mit einer Palme hier. Wow, wow, wow. Wasserfall haben wir auch noch. Ja, okay. Hey, hola. Wie schön will es eigentlich sein? Hier ist die Inneneinrichtung, dieses Wohnzimmer. So krass, dass wir hier sein können. Vielen, vielen, vielen Dank an euch, dass ihr die Videos immer supportet. Und wir sind alle sehr, sehr, sehr happy, dass wir es hier alle machen können, erleben können. Freunde, ich habe gerade meine berühmte Pasta gemacht von TikTok. Mit dieser Aussicht, Tim, im Pool stecken wir die jetzt rein. Jetzt wird sich gegönnt. Leider fährt Lea und Tim jetzt wieder nach Deutschland zurück. Ich bringe noch zum Flughafen und dann seid ihr weg, leider. Es ist mal wieder dunkel geworden, ein Tag geht zu Ende. Und ich habe mich entschieden, heute für alle Smashburger zu machen. Ich habe schon alles vorbereitet, das ist schon getoastet auf dem geilen Grill. Wir smashen das erste Patty. Oh, wie das zischt. Und jetzt guck mal. Oh, wie das saftet. Er sieht aus wie bei SpongeBob. Der Taste-Test, jetzt der Taste-Test, schnell. Oh, Bruder, ich höre es. Oh, meiner ist auch sehr, sehr, sehr heftig geworden. So, es sind ein paar Leute eingeladen worden. Chris ist auch am Start. 1, 2, Polizei, 3, 4. Und dann hat die Polizei unsere kleine Party gecrashed. Aber danach sind wir alle pennen gegangen und waren dann leise. Meine Existenz ist weg, wurde mein TikTok wurde gesperrt. Dein Account wurde gesperrt von TikTok. 2 Millionen Follower, einfach weg. Ich hoffe natürlich, dass du den wiederbekommst. Ja! Dein Account ist wieder da! Let's go! Zoe? Ja? Freunde, letzter Abend in dieser tollen Unterkunft und war echt einfach unfassbar. Die letzte Nacht ist hier schon die Villa vorbei. Egal! Leute, ich habe mir heute einen Quad gemietet. Ich werde einmal die komplette Insel umrunden damit. Wird unfassbar lustig. Ich werde auf jeden Fall einen richtig coolen Ort fahren. Und ich habe meine Kamera mit. Wir werden ein paar geile Bilder fürs Fotobuch machen. Wir haben den ersten Stop gemacht. Und es ist unfassbar heiß. Wir haben 40 Grad. Okay, Freunde, wir fahren jetzt den Berg hoch. Ja! Wir sind in einem unfassbar krassen Ort. Schaut euch das mal hier an. What the fuck? Gott, wie schön ist das denn hier? Crazy, crazy. Und nach der geilen Quad-Tour haben wir noch eine schöne Bootstour gemacht. Das war echt unfassbar nice. Lol, die fahren einfach so auf dem Bananenboot. Wie funny. Okay, wird ja fleißig gekocht. Sehr geil aus. Nice, nice. Ich habe versucht, mit den kleinen Fischen zu tauchen und ein paar Aufnahmen von denen zu machen. Es hat geklappt, Leute. Überall Luft.
Danach ging es auch schon wieder zurück zum Flughafen und wir haben uns auf den Weg zurück nach Köln gemacht. Und der Typ aus GTA ist auch am Start. Dann nach 2 Wochen kompletten Abenteuer ging es dann auch wieder nach Hause. Echt unfassbar, was wir alles erlebt haben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es kommen noch 2 heftige Videos. Einmal die Ja-Sang-Challenge und noch ein Hide and Seek. Freut euch, vielen Dank und wir sehen uns.